so ein Frisur auf dem Zeit zu machen. Ja. Genau. Alter, jetzt tut's erstmal richtig weh. Jetzt. Das tut richtig weh, oder? Genau, einfach schön die Füße so, Hände so. Ich bin zum Weißen Band gekommen durch meine Agentur, die das Casting vermittelt hat. Und ja, nach 6 Castingrunden waren es, bin ich dann zur Clara geworden sozusagen. Erstmal wurden wir von einem Bus abgeholt, sind zu der Drehstelle gefahren. Manche Kinder, die nichts zu drehen hatten, waren bei so einem Haus. Da gab es ganz, ganz viele Spielsachen und alles. Und da hatte ich auch ganz, ganz viel Spaß. Und ich muss halt erstmal lernen, dass man nicht in die Kamera schauen darf. Ich finde, wenn man gedreht hat, dann ist es eigentlich so, dann kam das einfach, dieses Gefühl, man hat sich so richtig in die Szene einleben können. Die Arbeit mit dem Herrn Haneke, die war immer gut gelaunt. Also er war immer gut gelaunt am Set, hat halt das ganze Set so aufgemuntert immer, wenn er kam, war immer gut gelaunt. Die Arbeit war konzentriert. Zugleich aber auch immer noch locker. Er hat gesagt, ihr müsst jetzt den Text sagen, du kommst von da und du, Barbara, du kommst von, du bleibst auf dem Stuhl. Es war ganz lustig, weil manchmal hat er zum Beispiel mit anderen Leuten über mich gesprochen und die anderen Leute, die vor mir standen, haben es mir dann übermittelt. Nett. Hallo, miteinander. Hallo. Der Einzige, der nicht so gewachsen ist, er ist ungefähr doppelt so kräftig wie damals. Die Tapete ist gut, ja. Richtung Kamera, sondern dieser Fuß ausgerichtet ist Richtung Kamera. Okay. So, Kinder in Position, Köpfe gerade, Rücken gerade, alle ernst. Jetzt noch eine Belichtung. Blick gerade.